Recht herzlich willkommen zur 24. Folge von Factorio. Ja, dunkel ist es hier. Wir haben unten Förderband, brauchen Holzbohlen. Und damit wir Telegrafenmasten machen, Strommasten, Telegrafenmasten, weiß ich gar nicht, ob man auch Telegrafenmasten dazu sagen würde. Hier gibt's kein Holz. Die Frage, wo Holz ist, ne? Kurz zwischengespeichert. Ich will auch gar nicht irgendwo hin. Ach guck mal, wenn man hier abgespeichert hat, dann fehlen mir mal die Gleise, oder? Interessant. Ja, ich weiß, dass da oben irgendwo Holz ist, aber ich glaube, wir könnten auch gucken. Wo habe ich denn das Auto gepackt? Ah, da. Drinnen ist nichts im Auto, ne? Wie kriege ich das denn jetzt weg mit Escape? Ja. So, fahren wir mal eine Runde. Bam, war klar, ne? Guck mal, der hat da was gepackt. War ich jetzt falsch rum? Ach, ich fahre falsch rum, deswegen komme ich da nicht mit klar. Alles gut. So, jetzt klappt's auch, ne? Okay, die Stromleitung ist schon mal okay. Da oben war doch Wald, oder? Tue ich mich da? Nein, da waren wir schon mal vor dem Baum gefahren, ne? Hier, da. Einmal aussteigen. Und dann holen wir mal Holz. Ah, das sind ja richtig viele Baumstämme, ne? Ich glaube, das reicht ihm auch schon. So, und dann fahren wir wieder vorwärts. Oh, voll auf Schotter gebremst hier, aber leider war hier Erde nur. Sehr realistisch. Gut. Guck mal, haben die jetzt das Holz rausgenommen? Nein, ne? Gut, und aussteigen. Das Holz haben wir da, alles gut also. Und hier unten müssen die Telegrafenmasten hin. Der Strom also. Machen wir mal ein paar mehr. So, jetzt haben wir 8, machen wir noch. Komm, Einsatz geht noch. So, dann haben wir erstmal Masten mit Strom. Ja, machen wir dahin. Machen wir dahin. Und da wäre das Förderband. Ja, dann machen wir das da. So, so. Und jetzt läuft das. So, die Schmelzöfen sind da. Jetzt ist die Frage, ob das auch so rum da reingeht. Ne, der kann ja nur raus machen, ne? Ist aber nicht schlimm, weil wir können ja hinten noch irgendwelche andersrum steuern dann, oder? Ja. Das ist ein großer Knickarmroboter. Da müssten wir einen sagen, der soll andersrum funktionieren, oder? Oder wir nehmen den hier. Genau. Da machen wir mal gerade zwei davon. Einer rein und einer raus. So, jetzt sollte das funktionieren. Ach, der nimmt jetzt natürlich die Stahlplatten. Das ist ja super, hm? Aber da kommt jetzt auch schon das Eisen rein. Was passiert hier denn? Nix. Okay, nehmen wir mal raus. Ah, jetzt kommt der Kupferplatten. Aber er kann hier nicht ablegen, weil da kein Roboter ist, der es rausnimmt. Und dafür bräuchten wir eine Kiste. Oh, guck mal, hier sind sogar Forschungslabore schon. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir die schon fertig haben, okay. Das ist ein befeuerter. Ne, den wollen wir nicht. Und was wollten wir jetzt? Eine Kiste wollten wir machen. Und einen Knickarmroboter. Und den stellen wir hier irgendwo hin, wo noch Strom ist. Und die Kiste da drunter. Dann kann der abpacken.
Dann funktioniert das hier auch und der ruckt nach, ne? Ja, sieht so aus. Der nimmt immer abwechselnd, glaube ich. Das passt schon mal. Stimmt's? Stimmt. Gut. Und irgendwann kann er gleich da auch die Kupferplatten ablegen. Gut, wofür braucht man die Kupferplatten? Gute Frage, ne? In einem Bauplan für die Montage. Wo kriegen wir denn jetzt die Getränke her? Da. Kupfer und Zahnräder. Zahnräder gab's da oben, ne? Gut, dann müssen wir hier oben noch irgendwie was managen. Die sind da. Fließband haben wir noch 8. Sind wir noch reichlich drin? Oh ja. Gut, das ist also auch kein Problem mit dem Fließband. Was wir noch bauen könnten, wäre auf jeden Fall dieser... Ne, der war hier, da, diesen hier. Weil die sind ziemlich wichtig, finde ich. Da bauen wir mal einen hier hin. So, auf jeden Fall. Und hier werden wir auch noch sowas hinmachen, denke ich. Machen wir da hin. Und dann würde ich sagen, wird da so ein Kreislauf auch, ne? Das müssen wir schon machen. So, oder? Das verbinde ich mal noch nicht, weil ich glaube, dass es noch nicht gut ist. Das kommt auf jeden Fall von hier und von dort oben. So, passt's. So, und dann... kommt's hier lang. Da steht natürlich jetzt der Mast falsch, ne? So. Der Strommast ist an der falschen Stelle. Machen wir mal dahin. Können wir den dann da wegmachen? Ohne Probleme? Ja, sieht so aus. Gut. Und dann dahin. Dahin. Schon läuft das da runter. So, hier unten müssten dann noch ein paar Roboter hin. Die müssen wir mal schnell bauen. Da kommen die ersten Zahnräder schon vorbei. Bin ich im Weg? Ich will's hoffen, ne? Geht das auch da? Ich will's hoffen. So. Strom fehlt dann. Das geht. Dann können wir den noch da einsetzen, dann geht das auch. Alles hat Strom, ne? Ja. So, und dann noch ein Förderband dahin. Dann läuft das auch. Und jetzt müssen wir nur sagen, was da rein muss, ne? Achso, der ist schon so programmiert, dass der das kriegt. Okay. Dann läuft's hier aber falsch zusammen. Warte mal, das ist aber ein Förderband, was da lang ist. Das heißt, wir können hier unten... ja... weiß nicht, jetzt haben wir keine mehr, ne? Dann müssen wir oben welche holen, wenn es da welche gibt. Gucken wir mal. Die Kiste ist leer. Wird hier noch was produziert in der Hinsicht? Ja, aber es fehlen Eisenplatten.
Die Eisenplatten wurden hier unten produziert. Die sind irgendwo hier dran, wahrscheinlich da, ne? Jo. Müssen wir mal gucken, dass wir die dann auf Dauer da hinkriegen. So, der nimmt da ab. Ist das richtig? Schwierig, ne? Naja, wir nehmen erstmal die 4. Gucken zu, dass wir die unten hinbauen, aber es reicht dann noch nicht. Kommt aber auch noch, ne? Die Produktion steht, weil hier nichts nachkommt. Okay, dann müssen wir gucken, dass wir den Kreislauf auch noch hinkriegen. Gut, die funktionieren erstmal. Kurz ein bisschen warten, bis alle drinne sind. Ich glaube, 6 Stück könnte schon vielleicht reichen, ne? Ja, könnte vielleicht ganz knapp hinkommen. 5, 6, wunderbar. So, das läuft. Ist jetzt zwar ein Kreislauf, aber da können wir mit leben, oder? Also hier nur so eine Runde. So. Er macht die grünen Tränke, die roten Tränke. Ihm fehlen die Zahnräder, die jetzt aber gleich irgendwann kommen sollten. Wir müssen, glaube ich, den hier abbauen erstmal. Weil der nimmt nämlich uns jetzt hier den raus, oder? Zahnräder. Ja. Ich kann auf jeden Fall Zahnräder händisch da erstmal reintun. Dann sollten gleich rote Tränke kommen, ne? Gucken, ob das funktioniert. Da kommt der erste und der wird auch draufgelegt. Also gut. Auf was bauen wir hier? Das ist die nächste Frage, ne? Wie gehen denn die Grünen? Okay, die Grünen gehen, indem da Fließbänder kommen. Die würden auch sogar von rechts kommen. Dann fehlen uns noch Knickarmroboter. Wie werden die produziert? Gelben Knickarmroboter. Da brauchen wir die Elektroteile für. Der Rest wird schon produziert in dem Sinne. So, Elektroteile sind dort. Werden aus Eisenplatten und Kupferdraht gemacht. Dann müssen wir jetzt wissen, wo der Kupferdraht herkommt. Der kommt daher. Der wird aus Kupferplatten gemacht. Das würde bedeuten, wir machen hier nur so ein Teil. Da brauchen wir Zahnräder und Eisenplatten. Ist da nicht mehr drin. Zahnräder brauchen wir dann noch. Warum wurden jetzt hier keine Zahnräder gemacht? Keine Ahnung. Da fehlen die Zahnräder, okay. Ah, hier oben können sogar noch welche drin sein, oder? Oh, sind sie auch. Cool. Nehmen wir beides mit. Und dann können wir hier diese sogar produzieren. So, wo bauen wir das nur hin, ne? Hier ist schlecht, aber da wird's gehen. Favorisiere ich jetzt auch, das da einzusetzen. So, und dann wollen wir Kupferdraht machen, ne? Ja. Gut, dafür fehlt Kupferplatten, die da aber gleich vorbeikommen werden. So, das funktioniert. Jetzt brauchen wir noch einen, der das da wieder reinmacht.
also nicht reinmacht, sondern hier aufs Band legt. So, dann sind wir da auch schon soweit. Das ist nur die Frage. Das nicht. Was dann? Ah, die Forschung war schon richtig, Kupfer. Ach so, die elektronischen Bauteile, die brauchen wir dann. Und da brauchten wir Kupfer für. Gut, das heißt, wir müssten da jetzt auch einen für machen. Nee. Da so einbauen. Und den stellen wir mal dahin. Dann müssen wir wieder zwei von den Robotern haben. Hier müssen wir nur erst jetzt raussuchen, was der macht, sonst befüllt er das nachher falsch. Gut. Zwei Roboter dahin. So. Kupfer macht er rein. Jetzt fehlen uns die Eisenplatten dann. Wo kommen die Eisenplatten weg? Die werden hier eigentlich geschmolzen, ne? Aber dafür brauchen wir Eisen. Und das haben wir hier unten nicht, das wäre da oben. Dafür müssen wir das Schienensystem haben. Das heißt, ab ins Auto, ne? So. Na super, geklappt. Hier war das Öl. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir gerade ein Stück zurück. Kommen wir so in die Kisten rein? Ah, da, guck. Kriegen wir alles mit, ne? Oh, da wird gerade geschossen. So, das müssen wir dann irgendwann noch automatisieren, ne? Aber das kriegen wir auch auf Dauer hin, denke ich. So. Soll reichen. Krass, ja. So, und dann beschleunigen wir die Kiste. Oh, da bremsen wir mal schneller ab, ne? Das war wohl nix. So, da müssen wir rechts abbiegen. Das war auch nix. So, das geht. So, parken wir hier wieder. Gut. Raus.
und hier in irgendwelche Kisten was gelegt, ne? Dann läuft unsere Produktion mit Stahlplatten auch wieder. Und da sind ja auch noch welche, die müssen das auch haben. Und der ist aber auch fix, der da jetzt auspackt, ne? So. Und schon läuft unsere Produktion mit Stahlplatten wieder. Die müssen wir natürlich dann auf Dauer irgendwie richtig hinkriegen, ne? Schon da oben sieht man es wunderbar, alles läuft, alles dreht sich, alles bewegt sich. Förderbänder gibt's, Stahlplatten gibt's, alles wunderbar, gut. Dann sind wir wieder ein Stück weiter. Hier laufen auch rote Tränke rum. Da sollten wir jetzt gucken, dass wir dann doch hier so ein Forschungslabor vielleicht da irgendwo hinsetzen. Ich mach's mal dahin, oder? Ja, jetzt ist die Frage, was wir erforschen müssen. Weiß ich jetzt auch nicht. Sollten wir das erst einfach machen? Ja, wir forschen einfach das und dann ist gut. Und da können wir noch eins hinsetzen. Das braucht das. So. Jetzt brauchen wir noch Knick am Roboter gerade schnell. Zwei Stück. Einer dahin, einer dahin. Alles gut, oder? So, was forschen die jetzt? Nix. Gut. Wir wollen das erforschen, ne? Ach, das wird benötigt, so rum. Ne, benötigt für. Also, das müssten wir jetzt erforschen können. Packt er das jetzt nicht rein, oder was? Kommt er nicht da dran, ne? Wir haben doch da rote Tränke, die da durch die Gegend schwirren. Die weg. Die hin. Die schaffen das jetzt auch nicht, oder was? Ja, verstehe ich jetzt nicht. Warum diese das nicht hinkriegen. Aber wir werden sehen, oder? T, um mit der Forschung zu beginnen. Ja, das machen wir ja auch. Aber es passiert hier nichts. Ja, das ist schade, ne? Jetzt forscht er. Aber nicht das, was ich forschen wollte eigentlich, oder? Ich wollte doch das forschen. Ach, das ist erforscht, wenn es grün ist. Alles klar. Die gelben sind verfügbar. Okay, gut, dann habe ich es verstanden. Alles klar. Gut, okay, dann würde ich aber auch sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.